Moin Timo. Moin Arne. Urheberrecht ist in aller Munde, die Frage der Upload-Filter ist in aller Munde. Wie sieht es denn aus? Artikel 13 bei der Urheberrechtsverordnung, die sieht ja Upload-Filter vor. Die CDU versucht das Wording so ein bisschen so zu setzen. Es geht gar nicht um Upload-Filter. Mittlerweile akzeptieren sie es doch. Was denkst du? Naja, Artikel 13 stimmt schon, enthält nicht das Wort Upload-Filter. Im ursprünglichen Entwurf der Kommission hieß es Content Recognition Mechanisms. Und das wurde jetzt abgeschwächt in der aktuellen Version auf Means, also auf Deutsch Mittel. Aber jedem ist klar, die logische Folge sind Upload-Filter. Denn man muss ja nur das Beispiel YouTube nehmen. Da werden pro Minute 450 Stunden Videomaterial hochgeladen. Und das kann natürlich niemand alleine durch Menschen nachgucken lassen. Und deswegen sind die logische Konsequenz Computerprogramme, die dann gucken, was ist eigentlich in diesen Dateien drin. Und das sind die sogenannten Upload-Filter. Insofern ja, technisch steht Upload-Filter nicht im Text. Aber dann lügt man schon sich ein bisschen ins Fäustchen. Denn eigentlich geht es genau um Upload-Filter. Genau das habe ich den Demonstranten erklärt. Wir hatten über 1200 Leute in Magdeburg bei der Spontan-Demo letztes Wochenende. Und wir haben es letztendlich geschafft. Die CDU-CSU wollte das Thema vorziehen, weil eine große Demo bevorsteht. Was ist geplant? Und zwar europaweit. Ja, am 23.03. gibt es europaweit Demonstrationen, eine große in Berlin, aber auch in München, in Krakau, in den Niederlanden. Also da passiert einiges. Und insofern finde ich es auch richtig, dass wir die Abstimmung nicht vor diese europaweiten Demonstrationen gezogen haben. So wie es jetzt aussieht, wird die Debatte am 26. März stattfinden. Und dann kann beantragt werden, dass noch am 26. März abgestimmt wird oder aber am 27. März. Insofern am 27. März ist die Abstimmung und die CDU ist damit gescheitert, die Abstimmung vorzuverlegen vor die europaweiten Demonstrationen, was ich ein sehr wichtiges Zeichen an insbesondere die jungen Demonstrantinnen und Demonstranten finde, dass es was bringt, unsere Werkzeuge der Demokratie zu nutzen und das nicht untergangen wird. Ich finde die Idee ziemlich cool, dass man sagt, Urheberrecht muss weiterentwickelt werden. Da haben wir ein großes Paket jetzt geschnürt, aber die Upload-Filter-Frage muss raus. Artikel 13 muss raus. Denkst du, dass wir das hinkriegen? Ist es parlamentarisch möglich, das zu setzen? Und glaubst du, dass der Schwung der Straße hier nochmal im Haus einige Bewegungen nach sich zieht? Naja, also wir müssen uns die letzte Abstimmung angucken. Da waren ungefähr 70 Stimmen Mehrheit für Upload-Filter. Das sind 35 Kolleginnen und Kollegen, die sich anders entscheiden müssen. Es gibt also eine realistische Chance, Upload-Filter aus dem Text zu löschen. Dann lass uns mal gemeinsam dafür kämpfen. Danke für deine Aktivitäten hier im Parlament und im Netz. Und die Bitte an euch, geht auf die Straße, demonstriert mit. Meldet euch auch bei euren Abgeordneten, fragt sie. Und bringt euch ein. Ja. Alles Gute. Ciao.